Ja, da sind wir auch schon wieder. Direkt in der nächsten Folge. Ja, ich spiele jetzt gerade einmal im Stück. Am Stück alles soweit durch. Also nicht alles, das ganze Spiel schaffe ich nicht. Hier fliegen Papierseiten. Papierseiten. Nein, wir warten nicht auf dich, weil du stirbst dann eben wieder nur. So, die konnte man zum Glück noch so ganz alt und einfach auseinandernehmen. Die Blauen nerven mich ein bisschen von, dass davon immer so viele kommen mit ihren starken Waffen. Zack. Oh, den haben wir. Direkt. Du musst das doch. Kommst du da mit dem einen klar da vorne? Oder muss ich dir helfen? Komm, schieß ihn ab. Schieß ihn ab, danke. Lahmlegen und aus Augen. Ja. Das kann man auch nicht sagen, wenn ich schon. Wenn ich noch eine Chance habe, irgendwas zu tun, ne? Ja, nee. Ist klar. Tutti capito. Ching, ching, kaching. Chica, ching, ching. Kaching, kaching. So. Oh ja. Du lässt mich in Ruhe. Danke. Ich habe gesehen, dass du es versucht hast. Dafür wirst du jetzt bestraft. Okay, nein, wirst du nicht. Und das ist nie geschehen, Leute. Das vergesst ihr sofort. Alles, was ich zurückspule, vergesst ihr sofort. Ihr sagt nachher allen, das war ein super Let's Play. Ich bin der beste Spieler. Oh, danke. Den ihr je gesehen habt. Einmal. Nein. Nein. Mann. Weil du mich aufgehalten hast, hast alles wieder zunichte gemacht. So wollte ich bei mir einschleimen, ne? Erst dir einen auf guten Typen machen und dann kommst du so an. Das hast du sofort bestraft, ne? Boah. Wie knapp das hier die ganze Zeit wird, ey. Könnte man das jetzt aus einer anderen Perspektive sehen, so einer Filmperspektive, sähe das wahrscheinlich echt geil aus. Auch wenn ich die... Die Kamera des Spiels ist scheiße, aber die Perspektive an sich kann teilweise echt viel hermachen. Immer noch nicht. Ja komm, du. Du hast auch noch nicht genug. Und wie viele Wachen hat dieser? Bei wem auch immer wir gerade zu Besuch sind eigentlich. Gott, dass ich das alles nicht mehr weiß. Au. Kannst du das mal was früher sagen? Bitte. Aua. Zwei auf einmal. Guck, er weiß sogar, wie er mehrere Kerle gleichzeitig flach legt. Das ist ein Naturtalent hier. Das ist der Player 2000. Das ist der Gerät. Der Gerät, was, das ist der Gerät, was Flachlegen anlegt. Angeht. Zack. Aua. Was waren das gerade für Sternchen? Ach, das Licht. Das Licht macht uns tun Sternchen. Okay, das ist nie passiert. Schließlich sind wir in der Halle des Wissens. Das wusste ich, dass das passiert. Und deswegen ist es ja auch nicht passiert. Wie gesagt, ihr vergesst alles, was ich hier zurückschwole. Und dürft ihr dieses Let's Play nicht gucken. Das ist meine Abmachung mit euch. Die ich gerade eben beschlossen habe. Ching, ching, kaching. Hey. Haben wir es tun? Nein, immer noch nicht. Gegen die Wand und danke fürs Vorwarnen. Zum Glück holen die teilweise so weit aus. Wie viel Schwung der braucht, um Sand hochzuschlagen. Halt ihn noch was hin, Weibchen. Halt ihn hin. Bitte. Was mich ein bisschen stört, ist, dass die Kämpfe hier so ewig lang sind. Komm schon. Bitte. Gib dir wenigstens ein bisschen Mühe. Schön fuchtel, um dann den Dolch reinzurammen. So muss das. War das der letzte? Lass es den letzten gewesen sein. Lass es. Yes! Oh Gott. Ich sehe ein großes Rätsel. Ein sehr großes Rätsel. Captain Obvious! Achso, okay, da hat sich jetzt nicht so viel getan. Ist das ein Speicherpunkt? Können wir speichern? Oh ja, wir können speichern.
Ja, sieht doch mal nett aus. Speichern 69%. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Natürlich wollen wir speichern. Was denn auch sonst? So, da haben wir eine Leiter. Und wenn ich die hochkletter und Dankeschön. Nein. Wie ihr wünscht. Ich bin nicht so ein Drogenkind. Auch immer wieder reinrenne. Auch wenn ich immer wieder reinrenne. Okay, da gibt's nichts außer einen gefährlichen Abgrund, der mich umbringen will. Kommen wir doch mal weiter. Da komme ich nie hin. Da oben komme ich bestimmt auch nicht drauf. Seid vorsichtig! Oh, wies. Schätzlein, kennst mich doch. Ich will dir doch noch ein bisschen Angst machen. So. Da ist ein Spalt. Ich gehe. Oh, cool, praktisch. Sie sagte, Geliebte. Ich habe es nicht geträumt. Zumindest glaube ich das. Hör auf zu philosophieren und zu schwärmen. Das ist natürlich. Ihr Königreich wurde unterworfen. Sie hat nichts mehr, niemanden, der sie beschützt. Sie braucht mich. Ich kann es in ihren Augen sehen. Alles, was ich tun muss, ist, ihre Hand zu nehmen. Und sie ist mein. Warum rede ich eigentlich mit mir selbst? Bin hier oben. Das Problem, was ich sehe, ist, du redest erstens nicht mit dir selbst. Du hast leider noch ein paar Zuhörer. Und zweitens, was soll der? Okay. Da fährt schon mal diese Aphrodite oder was auch immer das darstellen soll hoch. Das Licht wird gebündelt nach unten auf Spiegel, wo wir noch hin müssen. Und da neue... Oh! Neues Schwert. Will haben. Komme ich natürlich nicht dran. So, in der Vision. Ich hatte eine Vision. Das heißt, ich muss hier hoch. Da hieß es, ich müsste hier hoch. Und dann bin ich hier oben. Muss ich doch garantiert darüber springen. Ja, das weiß ich nicht mehr aus der Vision, sondern das weiß ich, weil ich ein Overpro-Loser bin. Yes. Wie man sieht, da war der Loser. Da ich da nicht hochkomme, muss ich darüber. Da drauf. Und dann da dran. Und alle ab. Und alle ab. Wo ist die Energie? Mit dem Bücherregal stimmt etwas nicht. Welchem? Ah. Seht, es ist das gleiche Symbol wie auf der Säule. Bleibt dort, ich komme zu euch. Da hinten komme ich bestimmt noch hin. Wenn ich an die Energie komme, aber hier war da auch. Ist ja, glaube ich, nur der Speicherpunkt. Na, ja. Gut. Dann hier der Schalter war zum dran hochrennen. Falls ihr jetzt denkt, ich bin schlecht, nein, das bin ich nicht. Das ist der Prinz. Ich steuere nur seine Gedanken. Und seit wann hängt irgendwo mitten in der Luft eine Leiter? Bitte, erklärt es mir. In welchem Universum lebe ich hier? Dass Leitern in der Luft rumhängen. Erklärt es mir. Katsching. Moment, ich mache mal den hier. Nein, mache ich nicht. Oh. Seht ihr, mache ich nicht. Das war doch jetzt mal gut. Oh nö. Fledermäuse. Na
natürlich kommen die genau dann an meine Nähe, wenn ich hier stehe und meine Waffe gerade weggepackt habe. Wann denn auch sonst? Dankeschön. Zum Glück haben sie so eine schöne Wegflieg-Animation. Ah ja. Habt ihr das gesehen? Das war Klaus. Ah, wieder so ein Drogenraum. Also, noch mehr Drogen. Nium. Nium. Auch eine nette Perspektive, auch wenn wir uns dann teilweise nicht sehen. Ui. Ach ja, long time no see, lieber Raum. Wo auch immer du stecken magst. Man kommt echt von überall her zu dir hin, ne? Habt ihr was verstanden? Es verlängert sich. Warte mal, jetzt bin ich hier. Damit muss ich doch jetzt ganz bestimmt irgendwas anfangen, oder? Da lang kann ich nicht. Kann ich mit dem Ding irgendwas anfangen? Das hat doch bestimmt nicht so groß, damit ich hier nur hinrenne. Oh doch, was? Natürlich war es das. Kommt auch selber raus, aber okay. Wo kommt das Glühen her? Ich glühe auch manchmal. Da könnte ich mit dem Spiegel nach da. Mit dem Spiegel nach da leuchten. Jetzt kann ich ja noch nicht mehr springen hier. Hallo, bitte. Also, hallo. So fett bin ich nun auch nicht, dass jeder Windhauch von mir hier alles kaputt macht. Aber wenn ich drüber kletter, ja okay, verständlich. Aber sonst, ich bitte euch. Sonst fühle ich mich fett und minderwertig. Dreh dich. Dreh dich. Dankeschön. So. Gut, das passt. Und alle ab. Was bauen die denn hier bitte? Jeder vernünftige TÜV würde sagen. Was bauen sie denn hier? Ja, das würde jeder TÜV sagen. Kommt, geht noch mehr drauf. So. Hört euch das an. Was vermag die Vernunft im Vergleich zur Liebe? Liebe ist Leben. Wenn ihr leben wollt, sterbt aus Liebe. Sterbt aus Liebe, wenn ihr am Leben bleiben wollt. Was will uns der Autor damit sagen? Ich dachte, es gefällt euch. Wenn ihr euch nützlich machen wollt, findet ein Buch, das beschreibt, wie wir hier rauskommen. So geht das Spiel nicht. Das ist ein Spiel. Spiel? Ach. Sie glaubt, das sei ein Spiel. Ach ja, die Frauen. So. Aber damit denke ich, mit diesem Satz lasse ich euch dann mal hier stehen. Könnt ihr ein bisschen drüber nachdenken. Bis zur nächsten Folge. Und dann könnt ihr mir unten in die Kommentare schreiben, was genau will sie uns jetzt damit sagen. Jeder hat wahrscheinlich Vermutungen. Und die könnt ihr mir dann einfach mal mitteilen. Und damit sage ich dann jetzt mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal.